Was, wenn ein Little Mac Air Smash kommt? Kannst du da mit einem Giant Punch durch oder nicht? Ist der Kazuya Ryu? Kannst du auch so einen Clown? Und wir sehen den Kazuya! Gegen Ryu! Also, Hamster spielt das Game wirklich nur, um Spaß zu haben. Er spielt nicht, um zu gewinnen, er spielt, um Spaß zu haben. Und damit hat er Erfolg. Und der Kazuya von Kiste drückt hier 110% rein. Ich habe gesagt, der ist gut. Und das wäre auch der Finisher gewesen, das Light Miss Input. Ja gut, aber er spielt ihn jetzt nicht so intensiv mainly. Ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen länger spielt, dann... Das wird der zweite... Das wird der deutsche Riddles. Backthrow? Da kommt er nicht mehr hoch. Doch, er kommt hoch. Gut, ich hab das jetzt verwechselt mit diesem einen Throw, der mit dem so Laser Throw? Ja, ach so, der Gates of Hell oder wieder. Ich glaube schon, ja. Wo der so den Rücken bricht. Und das ist immer noch kein Stock. 220% bei Kazuya, also ich sterbe ja immer schon bei 100%. Und da den Tilt genutzt. Sieht einfach so geil, das ist einfach so gut. Und wird das der Stock? Stock, ja, und er. Ne, das hat dann noch. Einen hat er noch gebraucht, den meinte ich. Den meine ich, genau. Aber für Ryu kein Problem. Oh wow, dass das kein Sweet Spot war. Oh. Oh, schön abgewartet hier von Kiste. Holt sich den Stock. Jetzt Hamster mit einem Stock. Ist doch geil, der Fandis Ryu, der nur für Run-Up-Grab geht. Also wenn Hamster das jetzt noch holt... Also mit drei Stocks gegen Kazuya ist schon scary, aber mit einem Stock gegen Kazuya. Ich habe mir das Match überhaupt noch gar nicht richtig angeguckt. Aber oh Hamster spielt auch ein bisschen Haymaker. Der Drip von ACE. Also die ganze Zeit nur Offstage. Oh, Pendic Man, schön, dass du zuschaust. Naja, ihr hört's nicht, aber wir hören Hamster zwischendurch auch die fehlenden Inputs verfluchen. lange genug geschildert. Das ist der Kill, oder? Immer noch nicht, so heavy. So heavy, dieser Kazuya, ja. Mein erster Mensch, was kann er so heavy sein? Das ist ein Muskelpaket. Ich glaube, der Dämon in ihm drinne ist einfach zu schwer. Und da ist der Three-Stock hier von Kiste. Sehen wir jetzt Kazuya gegen Little Mac. Er spielt okay. Little Mac jetzt. Jetzt sehen wir Little Mac. Small Battlefield. Kommt jetzt DK. Oh, immer noch Kazuya, Little Mac, okay. Da versucht er sein Glück. Das geht schon, das geht schon. Ich bin auf jeden Fall spannend, dass wir dann jetzt auch den Ariel Kazuya gegen den Ariel Mac sehen. Genau, Dead Even fängt's an. Ich wäre sogar auf den Backthrow gegangen, also ich hätte den sogar zurückgeworfen. Oh, 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 der Stock hier! Für Kiste. Habe ich mir auch gedacht, AC. Ja, weil es ist schon unfair, dass Kazuya so tief auch einwerfen kann. Also, das ist ja... Ja, weil es ist ja auch unfair in dem Matchup. So, ja, okay, beide haben die Heavy Hitter mit der Armor. Oh schöner Footstool! Von Hamster! Das kann er, das kann er! Live by the cheese. Die by the cheese.
Oh, hat er den down-angled? Das ist ein Shield-Break gewesen. Ey, wenn ich Little Mac wäre, ich würde den KO-Punch einfach einsetzen. Also ich sehe immer so viele Situationen, wo ich mir denke, ey, jetzt ein KO-Punch. Aber die krassen Little Mac-Spieler, die machen das nicht. Und da ist noch ein Stock! Hamster ist nicht zurückgekommen. Ich glaube, das war ein Miss-Input. Ja, ich finde halt super gemein, so beide spielen halt dann aggressiv in das Spacing in der Mitte. Aber Hamster wirft halt Downtilt und Kasia wirft halt Electric. Und der eine Zero to Death halt und der andere setet nur Advantage up. Also 40%, miam. Gegen Little Mac, also ich finde sein Tempo, seine Geschwindigkeit, er hat ja auch manchmal einfach Super Armor oder Armor auf seinen Attacken, also den Char muss man halt schon gut kennen, aber ich denke, lecker schmeckt das Game für Kiste! Und er hat noch vorher gesagt, dass er das Matchup nicht mag, dass es nicht gut ist. Aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal 3-0 Reverse sehen, Hamster ist so wie er spielt, manchmal verliert er zwei Games und dann holt er drei Games. Also es ist unglaublich, der Junge hat es echt drauf, also alles ist noch möglich. Vor allem auch immer auf die most exciting Art und Weise. An der einen Ecke wirst du irgendwie footstooled, dann wirst du irgendwie Erg-Mac-Comboed und dann wirst du irgendwie aus deiner eigenen Combo mit Abi Combo Break und stirbst bei 60. Ja, jetzt ist der Hamster-Modus an. Ja, er spielt jetzt auch sehr viel mehr auf Movement und versucht einen Whiff-Punish zu kriegen, statt direkt mit dem Downtilt was zu contesten. Okay, er hat das gewirft, geht sofort zurück, wenn ich gegrabt werden. Ist auch immer. Ja, schöner Stock hier von Hamster. Ordentlich einen hinter die Rüstung gerömert. Ja, also ich finde das auch immer schön, wie Hamster abwartet. Er wartet immer ab, wartet auf den Tag, wartet auf die Roll, wartet auf den Air-Dodge. Also so gut, wie er das macht. Ich weiß nicht, ob das ein Little Mac-Ding ist, aber so gut, wie er das macht, habe ich. Ich kenne keinen, der das so gut macht. Und Kiste jetzt nervös, kriegt die Combo nicht. Schöner Perfect Shield. Down Tilt Side B. Guck mal, wie er mal genau aus der Electric-Reichweite bleibt jetzt gerade. Ne? Mm. Ja, das hat man auch gesehen. Bei Hamster holt noch ein Stock. Das ist Berlin. Einfach 3-0 Reverse hier. Unsere Top-Spieler, die machen. Die drehen alles um. Ja, das geht so schnell, hast du auch keine Zeit, dich anzupassen. Ey. Mit jedem Hit wird die Festplatte einmal gelöscht, Digga. Auf jeden Fall hat man das halt auch echt gesehen. Hamster im ersten, zweiten Game immer ein bisschen spielt, ohne an die Konsequenzen zu. Ja, gut. Das ist unfair. Das ist unfair. Also, ja, also vor allem im Luigi-Matchup, ich erinnere mich noch an, wo er gegen Koshi Rei gespielt hat, gegen den Luigi, hat 2-0 hinten gelegen. Und dann ist er richtig schön immer außerhalb von der Grab-Range von Luigi geblieben. Richtig konzentriert und er macht das auch so konsistent, dass er wirklich aufpasst, wenn er vor einem Move. Und da haben wir den Sieg für Hamster. Das nennen wir mal Adaptation. JB Freestock auch, ne? Ja, jetzt wird's spannend wieder. Ja, und das macht halt Hamster so gut, dass halt so gut spaced, dass der Gegner eine Option weniger hat. Ich kenne keinen, der das so gut macht. Aber Kiste, definitiv auch einer der besten Anpasser hier. Na, viele Leute glauben das nicht, weil er auch Kazuya spielt, aber der tut sich immer relativ genau angucken, was die Leute machen und findet dann immer irgendwie den Schlüssel fürs Schloss. Ich fand, mit seinem Ryo konnte er das noch ein bisschen besser. Ja, aber der Kazuya ist so gut, weil der Kazuya hat das eine Tool, das ganz viele Schlösser öffnet. Das sah witzig aus. Und man kann sich dann relativ gut darauf konzentrieren, einfach anzupassen. Ich finde es auch so scary, hier auf Carlos gegen Kazuya zu spielen. Also oh, geht auf den Footstool, trifft ihn nicht. Die Abi kommt vorher raus. Und Kiste versucht auf die Electric zu gehen und den Kill zu confirmen, aber. Aber da sieht man sofort die Anpassung, ne? Täuscht nur an vorzugehen, geht zurück und macht stattdessen den Kick. Ah, oh, so unfair. So unfair. Aber gut, Grab ist Grab. Nicht ja, grabben lassen. Ja, muss und der Shield Break! Oh, und schubst ihn clean noch mit dem Body Push raus, dass er direkt runterfällt und stirbt.
Ist der Bracket Link nicht okay? At Joe Crack. Oh. At Netic. Der Bracket Link ist nicht okay. Okay, wir können leider nichts machen. Vielleicht kann ja irgendjemand aus dem Chat oder irgendjemand, der den hat, den in den Chat reinschreiben. Ist auf jeden Fall Epitech 11, wenn ihr es einfach bei StarGG suchen wollt. Es tut uns auf jeden Fall leid, oh, wir haben heute irgendwelche technischen Probleme. Wir sind aber auch so wild jetzt hier in den Adaptations. Die letzten drei Neutral Interactions waren schon Rising Nair, Little Mac gegen Turnaround, F-Smash Charge, Kazuya. Es tut uns leid, Joe Craig. Und wir sehen hier, Jab, Jab. Ne, das ist ein Forward Tilt. Das ist ein Forward Tilt. So, Hamster auf seinem letzten Stock. Das ist den Closed Hamster. So wie ich ihn kenne. Ja, das meine ich. Er wartet ab. Er wartet ab. Er hat Reactions, der Junge. Und schöner Ledge Trump. Und der Kill? Nee, noch nicht. Aber jetzt mit dem nächsten Downtilt. Oh, das ist der Kill! War vielleicht? Au! Oh. Hamster hier wirklich wieder auf 150. 180. Der Junge ist einfach anders. Anders. Ich bin so gespannt, wie die nächsten Neutral Interactions aussehen. Oh, und actually, ob der Kazuya bleibt. Tatsache. Aber ja, overall haben sie immer noch sehr comfortable damit, die like the immediate close range zu outspacen. Man hat auch immer viel Stage Control deswegen. So, das Kiss ist Taktik jetzt die ganze Zeit auf der Plattform zu campen und für den Backflow zu fischen. Okay, das ist schon eklig. Also, das wird auch nicht klappen. Hamster fällt darauf nicht rein. Ganz im Gegenteil, er gibt ihm sogar noch ein paar Prozente. Wartet einfach patient ab hier. Ja, das ist die Angst. Und da ist der Kill? Ja, ich bin nicht sicher. Doch, es ist der Kill! Weil wir hier Hamster haben. Nicht irgendein Spieler. Oh wow, der Clank. Faszinierend. Und bye bye. Auge um Auge. Oh, da siehst du, ne? Kiss war ready dafür. Erstmal wusste diesmal nicht den Shield Break, bitte. Oh, wild. Tech Chase. Oh! Gott. Amstrad will es nur spannend machen. Er wohl. Einmal kurz Ego Protection noch gefahren. Stimmt, ja. Das ist Hamster. Jetzt noch ein Kill, komm, let's go. Shield ist klein, muss jetzt aufpassen, dass er in der Ledge, dass er Shield zu früh losgelassen. Mit Trigger Up Shield macht. Ja, springt deswegen auch so viel. Ja, wenn er deswegen jetzt verliert, das. Wir machen eine Wiederholung. Aber ich glaube an Hamster. Hamster. Ich wollte gerade sagen, muss erstmal. Ne, Shield ist wieder zu voll jetzt. Hat zu lange gedauert. Oh mein Gott. Ja, kommt durch die Arme nicht durch. Okay, jetzt wird's wirklich scary für Hamster. Okay, der Kill. Der Kill und jetzt ist wieder alles okay, offen. Ja, Hamster hier mit 76%. Und Kiste wird auch langsam ein bisschen nervös. Bleibt in der Center Stage. Der Cross-Up mit dem Jab, ey, ich werd verrückt. Oh! Okay. Das ist KO Punch! Oh. Und Hamster holt das Ding! Hamster holt das Ding!